Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gay to the Games und ihr seht schon, es ist Zeit für die Gengar EX-Box. Wieder mit 4 Booster Packs, einmal Evolution, einmal Turbo Fieber, einmal Schicksalsschmiede und das aktuelle Sonne und Mondset. Das nächste ist Pokémon Sonne und Mond. Und ich hatte es gerade beim letzten Box rausgesucht. Pokémon Sonne und Mond auf Englisch heißt Guardians Rising und auf Deutsch heißt Stunde der Wächter. Die Box und die neuen Booster Packs sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also könnt ihr da das Ganze auschecken und euch die Sachen bestellen, wenn ihr wollt. Und wir machen jetzt die Gengar Box zusammen auf. Gucken, ob wir Glück haben. Was in den letzten 2 Boxen passiert ist, könnt ihr euch gerne noch angucken. Einfach mal auf den Kanal gehen und in die Playlist reingucken von den Pokémon TCG Openings. Und wir legen jetzt los und packen das kleine Gengar aus. So, da thront auch schon die große Gengar EX-Karte im Hintergrund und hier haben wir die kleine und die kleine ist ein Reprint der Gengar EX aus dem Set Phantomkräfte und hat die Attacke Nachtangriff, lege 3 Schadensmarken auf ein Pokémon deines Gegners mit einer Fortbus-Energie und der dunkle Gang mit 2 Fortbus, einer Psycho-Energie, 60 Schaden. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. Tausche dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Also ihr könnt Gengar zurückziehen, nachdem ihr das gegnerische Pokémon vergiftet habt. Ist also ein ziemlich tricky Pokémon. War Gengar aber schon immer. Gengar ist eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon aus der ersten Generation. Und von daher gucken wir mal, ob wir jetzt auch Luck haben in den Packs. Wir haben einmal Turbofieber, Schicksalsschmiede, Evolution und Sonne und Mond. Und wir schauen einfach mal. Vielleicht klappt es ja, dass wir dieses Mal etwas mehr Glück haben. Wir starten mit Turbofieber und gucken einfach mal rein. So, Code-Karte ist natürlich auch wieder in allen Boxen enthalten für die Promo-Karten und in jedem Booster-Pack. Also habt ihr schon hier 5 Code-Karten, ihr bekommt die Gengar-EX-Karte und für jedes Booster-Pack eine Code-Karte. Und das erste Pokémon ist Flunkiefer. Die Spezialwasserenergie, die Platsch-Energie, der Pokémon-Fänger. Dann haben wir Enton, Mushas, Elezebar, Castador, Electek, ein Rivers Garmokles und, oh mein Gott, wir haben eine Geraldine Full Art. Unsere erste EX-Karte oder unsere erste Full Art-Karte heute. Das ist natürlich richtig cool. Ich habe sie in den letzten Packs auch schon gezogen, lustigerweise. Und habe sie sau lang gesucht und da ist sie, die Geraldine. Mit dem Effekt, durchsuche dein Deck nach einer Trainerkarte, zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand, mische anschließend dein Deck. Eine ziemlich gute Trainerkarte und auch eine sehr ansehnliche Karte allgemein, finde ich. Und das ist doch mal ein guter Start in die Gengar-Box. Vielleicht haben wir Glück und ziehen jetzt für 4 Full Arts, das wäre jetzt echt richtig cool. Weiter geht's mit der Schicksalsschmiede. Okay, das ist echt ein guter Start für uns. Und es geht weiter. 1, 2, 3. So. Die Energietasche. Die Spezialenergie Stärkeenergie. Chillabell. Bitora. Mauzi. Flurmel. Pico Chilla. Waumboll. Eine Delphox Break Karte. Ist auch ein ziemlich cooles Pokémon. Hexenflackern. Einmal während deines Zuges vor dem Angriff kannst du dein Deck nach einer Feuerenergiekarte durchsuchen und sie an eins deiner Pokémon anlegen. Mische anschließend dein Deck. Das ist auch eine ziemlich coole Karte. Delphox Break oder Phoenix's Break und ein Serpi Royal als normale Rare-Karte. Eine Break, eine Full Art. Das geht schon ziemlich gut los. Evolution, was haben wir hier drin? In Evolution gab es keine Break-Karten mehr, dachte ich. Doch, gab es noch Break-Karten. Da gab es, dachte ich, Nidoking Break. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das war eines der letzten Sets mit Break-Karten. So, 1, 2, 3 nach hinten. Und wir legen los mit der doppelten Farblos-Energie. Nidorino. Energie zu gewinnen. Fukano. Radfratz. Electek. Carpador. Traumato. Einem Reverse Alpollo. Und einem Hologlurak. Oh mein Gott, das ist echt eine gute Box hier. Und wer kennt sie nicht noch von den ganz alten Zeiten, die Hologlurak-Karte. Jeder wollte sie haben, die wenigsten hatten sie leider. Auch ein Reprint aus vergangenen Zeiten. Ziemlich cool.
Und vergangene Zeiten sind vergangen. Jetzt kommen die neuen Zeiten mit Sonne und Mond. Oh mein Gott, hier sind Metaphern heute. Richtig gut. Und wir gucken, was wir im aktuellen Sonne und Mond Set drin haben. Und wie gesagt, die neuen Booster Packs sind schon verlinkt in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch schon die neuen Displays und Sachen vorbestellen. Also guckt da unbedingt mal rein. So. Es geht weiter mit Alola Radikal. Lusardine. Die Energiezugewinnung oder Energiezugewinn. Alola Slimer. Bautz. Traumato. Wommel. Panzereron. Einen Reverse Superball. Einem Fuegro als Rare und einer Feuerenergie. Leider keine Holo im Sonne- und Mondset, aber dafür ziemlich, ziemlich gute Karten hier gezogen. Wir fangen erstmal an mit unserer Turbo-Karte, nämlich, ups, fällt mir gleich entgegen hier, also fällt der Kamera gleich entgegen, nämlich Phenexis Turbo, eine ziemlich, ziemlich coole Karte, wie ich finde. Da haben wir unsere Full-Art, die wir gezogen haben, unsere Geraldine, dann unsere Promo-Karte Gengar EX, und unser Holo Glurak auch ziemlich, ziemlich cool. So, das war's von der Gengar Xbox. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein kleines Däumchen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr gezogen habt, cooles. Und ja, wie immer, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.